Natürlich, natürlich. Die rüsten wir direkt mal aus. Nur vorsichtshalber. So. Sesam, öffne dich. Hans-Peter. Wo ist Hans-Peter? Hans-Peter! Alles klar? Hallo. So. Genau, gehen wir mal hier rein. Ich glaube, ich brauche noch. Ist es richtig, dass ich noch eine Münze der Umbrella brauche? Ich glaube. Hallo? So. 1, 2. Ja, zurück zum Haus. Ja. Ich lege mal den Revolver trotzdem mal wieder zurück. Ich glaube, ich brauche den momentan nicht. Den Revolver. 6 Schuss zusätzlich habe ich noch. Ach, sind nur 2, okay. Aber die brauchen durch die Münze jetzt sowieso nicht, ne? Momentan. Okay. Ausrüsten. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Haus. Na. Das mit der Kamera ist ein bisschen verwirrend manchmal. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. So. Ja, Mensch, Let's Play Live Show. 100. Folge, 24 Stunden Stream. Wir sind schon fast 8 Stunden dabei. Bei Resident Evil. Vielleicht kommen wir gar nicht mehr dazu, ein anderes Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Resident Evil ist eigentlich eine Kombination aus Point-and-Click-Shooter. Oder? Uah. Hallo, Hans-Peter. Ja, könnte man so bezeichnen. Es war aber schon immer so in diesem Rumlaufen, dass man so hier so frei rumlaufen konnte. Nur halt, es waren halt so, die Umgebung waren halt sehr statisch. Das war ja damals auch schon so. So, dann gehen wir wieder zurück. Zurück zum Haus. So. Welches Rätsel haben wir denn im Haus noch nicht gelöst? Ach ja, Moment. Ja, Quatsch. Ich weiß, wofür die 2 Umbrella-Zeichen sind. Jetzt fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Warum sagt man das eigentlich so? Ich weiß, wofür die beiden Zeichen sind. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Du weißt es. Du weißt es auch. Ja, jetzt fällt's mir ein. Ich möchte aber doch noch mal zu einer Kiste. Denn ich weiß nicht mehr, was mich dort erwartet. Und speichern werden wir jetzt nochmal und dann nochmal eine Pause machen, bevor wir dorthin gehen. So. Und ich werde, glaube ich, doch den Revolver nochmal mitnehmen, vorsichtshalber dann für gleich. So. La 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 la. Ich glaube, wenn ich das alleine nochmal spielen würde, jetzt, sag ich mal, wenn das Spiel einmal durch habe und ich würde es alleine für mich nochmal privat spielen, ich glaube, ich hätte alles vergessen. Ich glaube, ja. Ich hätte das alles vergessen. Oder bleibe ich doch bei der Pistole, haben wir auch schon ein bisschen mehr Schuss. Aber wir haben ja gleich eh mehr Platz im Inventar. Von so an ist es eh egal. Ich speichere erstmal.
Ja, ich möchte speichern. So, ist auch unser letztes Farbband. 25, 26, 27, 28, 29. Genau, speichern Platz 5. Speichern wir. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Pinkelpause wieder. Pipi- und Popo-Pause. Zu der späten Stunde. Mein Gott, schon 3:30. Und ja, dann geht es spannend weiter in der Let's Play Live-Show mit einem 24-Stunden-Marathon und Resident Evil. Und nicht vergessen, Let's Play Leerzeichen Live-Show. Auf der Facebook-Gruppe das Voting nicht vergessen für das nächste Spiel und dann geht's gleich weiter. Also bis gleich. So. Herzlich willkommen, Volapü. Nichts geht mehr. So, willkommen zurück zur Let's Play Live-Show. Ja, ich höre ja schon auf. Musik ist ja schon vorbei. Aber die viele Musik bei Resident Evil ist auch nicht besser jetzt gerade. Schläft man auch bei ein. So. Gott sei Dank, bin durchgedreht. Am Anfang war es lustig, aber ging mir eine 10-Minuten-Pause auf den Sack. Ja, das stimmt. So. Huch. Techno wäre besser. Ja, aber das ist immer so eine rechtliche Frage, ne, wegen Musik, weil ich möchte ja diese Folgen auch auf YouTube hochladen, also den ganzen. Die ganze komplette Reihe dann hier so in Staffelform, den 24-Stunden-Stream, der kommt ja auf meinen YouTube-Channel. Und da ist dann immer so eine Sache, wenn man dann Musik spielt und auch, weil Twitch nämlich dann quasi den Sound da mutet an der Stelle. Aber ich werde die Pausen sowieso rausschneiden für YouTube, weil das ist ja Quatsch. Was? Techno? Nee, egal, was ist, wenn ich schlafe? Ja, genau. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich schaue noch mal eben. Jawohl. So. Also ich weiß es momentan noch. Revolver ist bei den meisten Viecher instant. Ja, dann wählen wir den mal aus. Das kann ja gar nicht verkehrt sein. Ich muss noch mal eben hier mein Kopfhörerkabel so ein wenig richten. So. La 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 la. Mann, ist das schön ruhig hier im Haus. Was war das denn? War gerade irgendwie so ein Helligkeitsfehler von Chris. Der war irgendwie komisch angeleuchtet. So. La 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 la. Ach, ich hab's vergessen. Ach, egal. So. Und da sind wieder die ganzen Zuschauer, die wahrscheinlich jetzt gerade abgeschaltet haben, weil sie auf Toilette gegangen sind. So, weiter geht's. Denen vielleicht die Musik ein bisschen auf den Keks geht. Okay, ich höre schon damit auf. Versprochen. Vielleicht nachher nochmal. Irgendwann heute Abend. So. Gruselig. Na, ich bin doch nicht so doof, ne, wie ich aussehe. Ich weiß. Hey! Hi! Was ist los? Ja, meine Katze möchte gerade ein wenig schmusen. Ne, nachher, wenn wir eine längere Pause haben, dann machen wir das. Die Musik und Bernd das Brot. Was haben wir hier? Eine alte Schreibmaschine. Wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich jetzt speichern. Ich habe gerade gespeichert, also von so an ist es eh egal. Du kannst ja was einsingen. Ich glaube nicht. Nee, speichern brauche ich jetzt eh nicht. Ich glaube, jetzt kommt das Labor. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, müsste jetzt eigentlich das Labor kommen. Was denn? Komm mal her. 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 Komm mal her, komm mal her, du kleiner Rabauke. Da ist meine Katze, Gizmo. Guck mal da. Guck mal. Gizmo. Da ist meine Katze. Der ist gerade nicht so fotogen. Der möchte, glaube ich. Lass los. Hey, lass los. Du sollst mich loslassen. Aua. Aua, lass die Krallen drin. Du hast irgendwie. Geh mal runter. Geh. Du sitzt auf meinem Controller. Hallo? Hallo? Hallo?
Hallo. Voll am Mikrofon am Schnüffeln. Ich muss. Zombie-Katze. Ey, Zombie-Katze. Hallo. Hey. Na komm, du. Ich kann. Ich vergeht jetzt nicht gerade. Diesmal. Später vielleicht. Jetzt gerade nicht. Ich muss. Alter, du hast aber auch, ey. So. Entschuldigung. Kurze Unterbrechung war das. So. Da hat es ins Mikrofon geschnurrt, ja. Der Gizmo. So. Moment. Ich glaube, ich muss sie mal zum Friseur schicken, ne? Ja. So. So, weiter im Text. Wir spielen ja weiter Resident Evil. So. Ein unterirdischer Gang. Wo kommen wir da hin? Wir schauen mal. Wolf- und Adlermedaille mitnehmen. Stimmt, wenn das jetzt das Labor kommt. Ja, richtig. Ja, du. Genau. Bodycount. Stimmt, du hast vollkommen recht. Hey, 1985, wahrscheinlich dein Geburtsjahr. Meins auch. Dann bist du ja genauso alt wie ich. La 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 la. Schmecken lassen Reflex, ja. Mein Gott. Ja, schmecken lassen. Huch. Moment, Wolf und Adler, die Adlermedaille, ne? Genau. Und die Wolfsmedaille. So, nehmen wir mit. Und dann geht's los. Auf geht's. Hey, 40 Zuschauer, Wahnsinn, für die Uhrzeit, wunderbar. Ich begrüße alle, die da sind in der Let's Play Live Show zum Marathon 24-Stunden-Stream. Und ja, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Besucht mich auch mal auf meinem YouTube-Channel, falls ihr mal Lust habt oder so. Richtig, ich bin im Juli 30. Oh, dann bin ich ja vor dir, werde ich ja dann 30. Und groß feiern. Ich werde im April, werde ich 30. So. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ansonsten bin ich wieder blind und sehe es wieder nicht. Huch! Die schwarze Hand. Guten Morgen! Alter Sack. Warum schießt der nicht, mein Kollege? Was muss ich denn machen? Hallo, geh da vorbei. Habe ich jetzt umsonst Munition verbraucht? Kann das sein? Gisela! Gisela, ich hab dich auch lieb. Gisela, lass mich. Gisela, lass mich. Lass mich, Gisela. Gisela, lass mich. Was? Seit wann kann Gisela springen? Mama! Sieht aus, als wäre das Ende nah. Ich glaube auch. Ende des Versteckspiels. Ja, das war quasi das kleine Mädchen da. Ja, Gisela war es gewesen. Ja, und da hier in dem Sarg lag Mama drin. Ist da noch was drin? In dem Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gab sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir Spritzen geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi.
wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in einer Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn man in... Was? Und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Sie scheint kein Zombie gewesen zu sein. Weißt du schon, was du circa der längeren Pause machst? Ja, ich denke mal, dass die längere Pause wahrscheinlich so gegen 6 sein wird. Also circa 6 Uhr wird es die längere Pause geben. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. So. Also wie gesagt, so circa 6 Uhr wird es wahrscheinlich die stündige Pause geben. Eine Stunde lang gibt es dann eine Pause, eine große. Moment. Ich habe gar keinen Schuss mehr. Ich habe alles verbraten gerade, ey. Meine Güte. Und was macht Wesker? Der bleibt da jetzt einfach stehen, oder was? Jo, mach's gut, Hardstyler. Schlaf gut. Prost zusammen. Hab nochmal kurz gerade die Nachrichten gelesen, die davor waren. So. Das sieht gut aus. Okay. Ich möchte trotzdem noch mal hier kurz, bevor ich da runtergehe. Die Tür ist eh zu, ne? Ja, das ist eine große Eisentür, sie lässt sich nicht öffnen. Ich glaube, da ist der Final Boss-Kampf, glaube ich, drin. Wo war das jetzt? Da hinten war das. Falls es hier noch ein... Was, falls es dir noch irgendwie in der... zu leise wird? Eine Pause? So, ich frage mich, was Wesker die ganze Zeit da oben macht. Steht der jetzt einfach nur doof da? Und du ein bisschen Gesellschaft brauchst, sag einfach Bescheid. Ja klar, warum nicht? Natürlich. Kommst du rein? Ja, das Ende ist nah. Auf dem Schild steht, öffne nur im Notfall möglich. Ja, das Ende ist nah. Das Ende ist ganz nahe. Hey. Wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich meinen Fortschritt speichern. Das Problem ist nur, er steht mit seinen Füßen direkt vorm Farbband. Aber ist okay. Ist alles klar. Hallo, nimm's doch auf. Will er mich verarschen? Hallo. Ich würde gerne... Hallo? Ja, ich möchte speichern. Ich glaube, das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist ganz nah. So, nochmal eben den Stuhl zurechtrücken. Die Rückenlehne. Rückenlehnen bitte jetzt nach vorne stellen. Alle anschnallen. So. Dann wollen wir mal. Wir werden mal den Revolver nachladen. So. Soll ich mal vorsichtshalber vielleicht doch mal ein Gewehr mitnehmen? Nehmen wir mal ein Erste-Hilfe-Spray mit. Nur zur Sicherheit.
Oh Gott, ich höre schon wieder irgendwas. Das ist übrigens der Doktor. Ist es nur einer oder sind es zwei? La 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 la. Geh weg! Nein! Mann! Du Scheißer, du! Ich spare jetzt erstmal ein bisschen Muni. Hey! Geh weg! Da ist eine zu Tür. Ich gehe mal runter. Willst du nicht lieber ein bisschen Gesundheit mitnehmen? Ja, habe ich getan. Uah. Uah, wo kommen die alle her jetzt auf einmal? Guck mal, der hat eine Strumpfhose an, oder? Am rechten Bein. Geh weg. Geh weg. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe. Ich hab. Hä? Die Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist im Schloss eingraviert. Na, super. Okay. Dum, 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 dum. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, da liegt Munition für den Revolver. Das ist gut, das nehmen wir mit. Wie das hier aussieht. Nee, ist ja Quatsch. Wie komme ich hier raus? Hallo? Hallo? Ich will hier raus. Ach, Quatsch. Escape, ja genau. So, Notizen des Forschers. Es gibt begründete Anlass. Es gibt einen Grund.